Im Jahr 76, als Wolf Biermann aus der DDR ausgebürgert wurde, waren Sie Anfang 20. Sie waren Student an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Wie haben Sie den Fall Biermann damals erlebt und wie haben Sie sich dazu verhalten? Das war eine sehr dramatische Angelegenheit. Ich war damals mit meiner ersten Frau, damals war sie noch nicht meine Frau, sozusagen innerlich sehr befasst. Und die stammte aus einem Elternhaus, was sehr kirchlich gebunden war und eigentlich so eher der Opposition zugerechnet wurde. Ihr Bruder war Chef der katholischen Studentengemeinde in Leipzig und da sammelte sich viel, was eben einen eigenen Kopf und eine eigene Richtung suchte. Und wir haben das sehr intensiv wahrgenommen. Dieses Kölner Konzert haben wir atemlos verfolgt. Und dann habe ich es auf der anderen Seite mitgekriegt, eben im väterlichen Haushalt. Es ging natürlich sofort ein immenser Druck in Richtung meines Vaters los, sich zu äußern. In welche Richtung? Er war ja damals schon wieder Rektor, sein zweites Rektorat. Ja, ein öffentliches Bekenntnis, so einzustimmen in diesen Chor derer, die der Biermann verurteilen, als Rektor dieser Hochschule. Das hat er wohl vorausgesehen, denn er ist abgetaucht, hat zu mir gesagt, wenn das Telefon jetzt klingelt, geh du ran, beziehungsweise seine Frau, je nachdem. Und ich habe dann ein Jahr Anrufe angenommen, die wirklich sehr merkwürdiger Natur waren. Meldeten sich irgendwelche Komitees der Durchsetzung der Beschlüsse von Helsinki und sprachen Drohungen aus, wenn sich mein Vater nicht sofort meldet irgendwo und seine Stellungnahme abgibt, dann würden sie irgendwie, ja, dann müsse er mit den Konsequenzen rechnen, so ganz allgemein. Und er hat dann damals halt seinen ersten Prorektor vorgeschickt, der dann irgendwie in der Zeitung irgendeine Adresse abgab. Im neuen Deutschland wahrscheinlich dann. Ob das jetzt Leipziger Lokalpresse oder Neues Deutschland, in Neuen Deutschland glaube ich jetzt eher nicht, weil da waren ja die ganzen Berliner da schon durch mit ihrer, weiß ich nicht. Und ich weiß noch, dass er dann nach etwa 3 Tagen an die Presse eine Erklärung gegeben hat, sinngemäß etwa, dass er persönlich Biermann ausgehalten hätte und es gut gefunden hätte, wenn dieses Land Biermann ausgehalten hätte. Aber er an dem Kölner Auftritt jetzt persönlich nichts Positives finden könnte. So ungefähr war das. Ja, das haben sie natürlich auch nicht abgedruckt, aber so ist er ist einfach auf Tauchstation gegangen. Da war wahrscheinlich auch das Richtige in dem Moment.